So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Luigi's Mansion Part 2. Im letzten Part sind wir ja in dem kleinen Kinderzimmer stehen geblieben und wussten immer noch nicht, was wir da machen sollten. Nur mir ist es jetzt wieder eingefallen, was wir machen müssen. Erstmal holen wir uns hier das Herz wieder raus. Und jetzt kommt ein Bosskampf. Die Kämpfe davor, wieso gehe ich raus? Nein. Die Kämpfe davor waren ja eigentlich auch Bosskämpfe, aber nicht so schwere. Denn jetzt kommt erst der schwierigste. Und zwar muss man hier an dem Schaukelpferd dran saugen und richtig viel Lärm machen. Hallo, spielst du mit mir? Oh. Und jetzt kommt der... Oh, da war ein Herz. Scheiße. Jetzt müssen wir den Ball nehmen und ihn voll in die Fresse schlagen. Aua, aua, du hast Aua gemacht. Dabei wollte ich nur spielen. Ihr Großen seid alle doof. Und außerdem bist du größer als ich. Mir reicht's. Klein, jetzt werd schon kleiner. Klein, Kiezel, Kiezel, klein, klein, du mickriger Wurm. Okay, jetzt sind wir arch klein und stehen auf einem großen Bett. Was ist hier nur los? Er zwinkert uns zu. Und jetzt will er kämpfen. Das hätte mich beinahe getroffen. Die Schaukelpferdchen werden von Runde zu Runde immer schneller. Also kleiner Tipp, haltet euch entweder an den Rändern auf oder ganz hinten. Und jetzt müssen wir diese Bälle hier nehmen. Come on. Und jetzt saugen. Bälle nehmen, die auf ihn draufschmeißen und dann wegschmeißen. Jetzt macht er mega Arschbomben. Ne, nicht Arschbomben, Bauchklatscher. Junge, Junge, wenn man das im Schwimmbad machen würde, auf dem Wasser. Ah, das tut doch weh. So. Man sieht's, die Schaukelpferdchen werden von Mal zu Mal schneller. Und das ist gar nicht nett. Come on. In your face. Warte, komm her. Was sollte das? Das ging nicht. Ich konnte den nicht aufsaugen. Keine Ahnung wieso. Aber vielleicht muss ich mich richtig hinstellen. Ja, genau. Du triffst mich nicht. Jetzt kommen wieder die Gummibälle. Aua. Böse Gut. Hä, was soll das? Ich kann ihn nicht mehr einfangen. Hä? Wie geht das? Ich kann ihn nicht einfangen. Ach, versuchen wir es erneut. Ja, sicher doch. Jetzt komm schon. So. Thank you.
Bauchklatscher, 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 Bauchklatscher. Und das Gute ist, er trifft mich sogar nicht damit. Weil er so dumm ist. Naja, komm. Du triffst mich nicht. Ich triff jedes Mal dieser dumme Ball. Komm her, du. Hast immer noch nicht genug. Also die Bossgeister werden ja von Mal zu Mal immer schwerer. Aber ich hänge jetzt hier schon 5 Minuten dran. Das ist eigentlich recht ungewöhnlich für den ersten Bosskampf. Okay, er hat mich getroffen. Böses Baby. Böse. Du bist richtig böse. Okay. Hey, was ist denn jetzt mit dir? Schade, hat noch nicht gereicht. Oh, ja genau, damit kann man heranzoomen irgendwie, aber will ich jetzt nicht ausprobieren. Zeige ich euch später einmal. Damit könnt ihr nämlich Sachen scannen, was euch auch manchmal sehr hilfreich ist, wenn ihr die X- oder Y-Taste drückt, ich weiß es gerade nicht mehr. Na, jetzt kommen hier die großen Gummibälle. Sicher doch nicht trifft so einen Ball und das zieht mir was ab. Na warte. In your face wieder mal. Bam! Geschafft! Ist hier noch irgendwas? Hier? Ist jetzt hier wieder ein Herz? Ja, gut. Gibt es hier noch irgendetwas? Vielleicht, wenn ich da oben an der Lampe sauge? Nee, egal. Einen pinken Schlüssel haben wir erhalten. Was ist los? Egal. Kratz, Luigi, Kratz. Luigi, hörst du mich? Dem Himmel sei Dank, du bist okay? Ich habe plötzlich die Verbindung zu dir verloren. Daher war ich etwas besorgt. Du scheinst nach dem langen Kampf etwas außer Puste zu sein, nicht wahr? Warum schaust du nicht mal im Labor vorbei? Sobald du einen Bossgeist aufgesaugt hast, ist dein Schreck weg. 08116, nee 16, dem Bärsten nahe. Obwohl, ich mach Scherze, du machst den, hast dem Bossgeist gezeigt, wer der wahre Boss ist. Gute Arbeit, Luigi, du bist unversehrt zurückgekehrt. Nun sieh dir aber mal das hier an. Das nähernde 20 hat es gedauert, dieses Meisterwerk zu konstruieren. Ich bezeichne es als dem Geisterportifizierer. Diese Maschine ermöglicht es uns, die von dir gefangenen Geister in Gemälde umzuwandeln. Also es ist ganz einfach. Wir stecken den Staubsauger da rein und jetzt schaut einfach selber hin. Da sind jetzt die Geister. Ist eine sehr geile Erfindung.
in eine sichtbare Form bringen. Und fertig ist unser unheimliches gestrichenes Gemälde. Ramon, Rolanda, Louis. Insgesamt 3 Geister. Jetzt wird das ganze Geld, was wir gefunden haben, zusammengezählt. Ja, wir haben nicht so viel gefunden. Insgesamt, ja. Das verdoppelt sich alles später nochmal. Irgendwann habt ihr eine riesige Summe von Geld. Hallo, schärfer stellen bitte. Ja, ist gerade unscharf. Ja, jetzt geht's wieder. Manchmal kann es passieren, dass das Aufnahmegerät alles unscharf macht. Kann man da nichts dran ändern. Wo soll's hingehen, Luigi? Ja, wieder zur Villa. Denn... gespeichert haben wir, aber ich speichere lieber nochmal. Und zwar habe ich noch vergessen, einen Rubin uns zu holen. Von einem dieser Geldgeister. Und zwar gab es den hier drin, oder gibt es den jetzt nicht mehr? Dann musste man hier nicht saugen. Ja genau, hier war einmal Geld so. Aber ja, konnte man, glaube ich, noch einen Rubin irgendwo rausholen. Nee, den gibt's nicht mehr, den Rubin. Nein, ich möchte nichts lesen. Dann haben wir den Rubin jetzt verpasst, aber egal. Auf jeden Fall war in dem Schreibtisch da drin ein Rubin. Aber den gibt es jetzt nicht mehr. Gibt es hier noch irgendwas? Nee. Was passiert, wenn wir die Kerzen auspusten? Nix. So, und jetzt können wir... gibt es jetzt hier irgendwas? Weil manchmal ist hier was drin. Nee. Da reingehen. Die Dornen verschwinden. Blüpp. Wir betreten einen neuen Bereich. So, jetzt müssen wir erstmal wieder hier alles erkunden. Da geht's nicht rein. Ah ja, jetzt wollte ich euch ja zeigen, wenn man genau die X-Taste drückt, kann man alles prüfen. Also wie zum Beispiel jetzt. Wenn das antik sein soll, frisst er seine Mütze. Das ist eine normale Vase, die du in jedem Blumengeschäft bekommst. Ja. Da kommen wir nicht rein. Die müssen wir nicht aufsaugen, weil die bringen euch eigentlich gar nichts. Ah, hier geht's rein, okay. Ich glaube... jetzt kommen wir in den Keller. Aber hier kommen wir rein. Oh mein Gott. Keine Ahnung, also das hier werden wir noch lange nicht freischalten, weil irgendwann fällt der ganze Strom in der Villa aus und dann müssen wir mit dem Generator da unten den Strom wieder anschalten. Und das passiert erst ganz am Ende. Was war denn hier nochmal? Ich glaube, konnte man hier rein? Nee.
Ah, genau, hier im Badezimmer war es. Hier war ein Herz drin. Lass mich in Ruhe. Ja, komm, nur noch dich. Genau hier im Badezimmer war das. Ja, jetzt erklärt er mir wieder so einen Scheiß, wie ich die Geister einsaugen soll. Aber das ist doch ganz easy. So, und jetzt? Oh, da oben ist der Schlüssel. Gut. Schön zu wissen. Ich habe den zuerst gar nicht jetzt gesehen. Und zwar können wir jetzt da unten rein, in diese Tür. Okay. Let's go. Machst mir keine Angst. Ah ja, das sind Shy Guys, komische. Aua. Wir müssen dem die Maske absaugen. Und dann... Aua. Du bist gar nicht nett. Verdammt, noch einmal hätte ich es geschafft. Aua, jetzt zieht mir ja ganz schön was ab. Okay, das ist mir echt zu verrückt. Ich speichere lieber nochmal ab, dann bin ich auf der sicheren Seite. Weil ich sehe jetzt schon, das wird nicht so leicht werden. Verdammt. Meine Güte, ey, was sind das für... Scheiße. Gib mir das Herz. Alter. Ja, wie soll ich das denn alles auf einmal machen? Am besten so. Aua. Alter, wie viele kommen noch von denen? Nein, jetzt habe ich die erstarren lassen, aber nicht eingefangen. Meine Güte, was ist denn hier? Komm her, du. Alter! Weißt du, wie sehr mir gerade der mal auf den Sack gehst? Ah ja, genau.
Jetzt müssen wir hier... Ich glaube, das hat irgendwas hier mit den... Warte mal, ich scanne die mal. Nee, kann man nicht scannen. Ich glaube, das hatte irgendwas... zu tun, indem man hier... Was hat nochmal das hier zu tun? So, ich bin wieder zurück. Muss nur eben kurz was erledigen. Mehr nicht. Also ich habe keine Ahnung. Was musste man denn nochmal hier machen? Ich weiß nicht mehr, was man hier machen musste. Ich glaube, man musste mit denen tanzen. Kann man hier schon noch hin? Nee. Sorry, aber ich weiß echt nicht mehr, was ich hier machen muss. Mit den zwei. Ich glaube nicht, dass die uns... Ja, super. Hat mir jetzt echt was gebracht. Ah, so, okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade gemacht habe. Verdammt. Aber wie habe ich das jetzt gemacht? Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich habe die gescannt.
Jetzt kommt her, ihr. Geht doch. Geschafft. Oh, noch eben die Perle hier einsammeln. Und können jetzt hier reingehen. So, erstmal müssen wir hier wieder alles hell machen. Heißt, diesen Geist aufsaugen. Ja, komm her, du. Ich glaube, hier zwischen den Kisten. Oh mein Gott, ich hasse diese Viecher. Die Roten sind echt fies. Die saugen euch Energie ab. Und das ist gar nicht gut, wenn die euch Energie absaugen. Aua. Hör auf. Ja, war das so klar? Ey, sag mal, wenn ihr mich weiterhin verarschen wollt, dann macht's nur. Aber nicht mit mir. Du bist jetzt tot. Und du auch. So. Hier ist noch ein bisschen Geld. Gibt's hier noch irgendwo ein Herz? Nee, aber jetzt wird's interessant. Nein. Nämlich, hier sehen wir ja einen Spiegel. Und hier ist nochmal derselbe Schalter und den müssen wir jetzt prüfen. So. Und jetzt drücken wir da drauf. Und die Wand verschiebt sich. Ich habe dafür ewig gebraucht, bis ich herausgefunden habe, dass an der Wand da ein Knopf ist. Das ist mir bis dahin noch nie aufgefallen. Und jetzt ist hier mein Poster. Können wir wegsaugen. Müssen wir sogar, denn hier ist noch ein Knopf. Und jetzt... Wer da? Wer wagt es uns im Schlaf zu stören? Oh, es ist Luigi, guck mal. Leute, Luigi ist auch schon da. Das ist König Buhu. König Buhu hat Mario entführt, sage ich mal so. Luigi, bist du in Ordnung? Das waren sie. Ich meine, das waren die all die Geister von den Gemälden meiner Galerie befreit haben. Die ganze Zeit habe ich mich gefragt, wo König Buhu und seine Konsorten abgeblieben sind. Sie haben sich also kreuz und quer in der Villa verteilt. Na prima, dass du sie hast sausen lassen, Luigi. Schön und gut, dass du sie gefunden hast, aber... Vielleicht wäre es besser gewesen, du hättest nicht alle einfach so entwischen lassen. Ist nur so eine Idee. Was soll's? Schwamm drüber. Du solltest trotz allem mal hier unten im Labor vorbeischauen. Okay. Ich lese das nicht vor, das dauert jetzt alles viel zu lange mit dem Part. Es gibt jetzt, glaube ich, 50 Buhus in der Villa.
die wir einsaugen müssen, um Mario zu retten. Ja. Buhura da. Boah, ich weiß, wie man den beherrscht. Ja, zur Villa. So. Und jetzt sehen wir da unten auf dem Gameboy Horror. Da ist jetzt eine blaue Lampe. Die war vorher ja noch nicht da. Wenn die gelb leuchtet, heißt, ein Buhu ist in der Nähe. Wenn er rot leuchtet, heißt, ihr steht direkt vor ihm und müsst ihr dann einsaugen. 50 Buhus gibt es insgesamt in der Villa, die ihr einfangen müsst, denn ansonsten kommt ihr nicht zu König Buhu. Da, da steht's. 0 von 50 Buhus. Im nächsten Part kümmern wir uns weiterhin hier unten von dieser Tür aus und fangen an, schon mal die ersten Buhus zu sammeln. Ich sag einfach noch mal schon mal Tschüss und bis dann.